zurück zu einem weiteren Türchen und Malaga verstehst beim Weihnachtskalender natürlich Pechkeks. Türchen Nummer 6 und heute ist der Nikolaus. Ja, da werden wir mal schauen, was da heute drin ist. Das Türchen Nummer 6, ist nämlich hier oben. Da haben wir hier einen aufgehangenen Lebkuchenmann und eine Weihnachtskugel. Jetzt gehen wir mal hier hin, stechen mal da rein und gönnen uns den nächsten Keks. Auch das noch, oh mein Gott. Das legen wir wieder hier hin, packen das natürlich aus und schauen mal, was da heute wieder für ein abgefuckter Spruch drin ist. Bäm, da ist wieder der Keks, schön schwarz, einmal aufgebrochen, Zettel raus und dann haben wir: Aufgrund deiner Zukunft solltest du dich so schnell wie möglich gehackt legen. Was? Aufgrund deiner Zukunft solltest du dich so schnell wie möglich gehackt legen? Okay, ich bin verwirrt, aber kein Problem. Ich esse einfach trotzdem mal wieder den Keks, den wir ja jeden Tag essen, weil er so köstlich ist. Und dann werde ich mich mal verziehen und mal gehackt legen am besten. Jetzt hat das Ganze mich natürlich nicht losgelassen und weil ich das wirklich nicht gekannt habe, habe ich jetzt mal gegoogelt danach, gehackt legen. Umgangssprachlich salopp, regional begrenzt. Die Redewendung drückt Überdruss, Ablehnung oder Gleichgültigkeit aus. Jemand kann machen, was er will. Jemand ist einem egal. Das ist mir egal, was er tut oder lässt. Er kann sich gehackt legen. Die hätten sich gehackt legen können und ich hätte mich nicht nach ihnen umgedreht. Also, wieder was gelernt. Also, der Kalender ist immer für Überraschungen parat. Ich kann mich gehackt legen. Hey! Wisst ihr Bescheid, wir sehen uns dann einfach morgen beim Türchen Nummer 7, Junge! Oh.